Herzlich willkommen zurück zum Replay von Thief 2 The Metal Age. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen mit den Wachen rumgeschlagen und ja, nicht wirklich Fortschritt gemacht. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen ändern, denn wir haben ja noch so einiges zu tun. Und zwar, ja, irgendwie fast alles bis auf einen Punkt. Wir sind immerhin schon mal in der Bank. Das ist doch super, ist das. Ja. Ist jetzt blöd, dass die Wache da runtergegangen ist. Irgendwie hätte ich die gerne schon geknüppelt. Naja. Warum ist das so laut hier? Wer ist da? Niemand. Hallo? Guten Tag. Oh, fuck. Nur der Wind. Fuck, fuck, fuck. Ja. So, Scheiße. Okay, ja. Halleluja. Oh, an der Stelle liebe Grüße an Lukas und an Judith. An alle anderen natürlich auch, aber an die zwei gerade ganz besonders. Und der Lukas hatte mir auch einen Tipp gegeben. Und zwar, wenn man eine Wache knüppeln möchte, die einen schon gesehen hat, damit man dieses Tanzen vermeidet, sollte man die wohl im Dunkeln knüppeln, dann würden die wohl sofort umfallen. Da bin ich echt mal gespannt, wann wir das ausprobieren können, weil der hier hatte uns ja jetzt noch nicht wirklich gesehen. Aber wir gucken mal. Da ist eine Kamera und dieses Geräusch finde ich sehr blöd. Ist die hier in dem Raum? Natürlich ist sie das. Ugh. Ja, und es tut mir auch sehr leid, dass es jetzt ziemlich lange nicht weiterging. Das hat, ja, persönliche Gründe, wie ich auch schon in Tomb Raider 1 gesagt habe. Da möchte ich auch nicht näher drauf eingehen. Na, nur, ich hoffe, ihr habt dann dafür Verständnis, dass es halt nicht immer so zügig weitergeht. Da kommt irgendein Vieh. Hier könnten Wasserpfeile drin liegen. Was sie aber nicht tun. Wo sind wir? Wir müssten jetzt im ersten Stock, ja. Sind wir jetzt gerade da? Das sieht nämlich so aus. Oh, schön. Haha, nicht schön. Nee, nee, lass mal nicht. Ist zu. Okay. Hätte ja sein können, dass die zu. Ich habe gehört. Ja. Das hast du in der Tat. Da ist ein Safe. Da sind mehrere. Ach ja. Oh Gott. Geh einfach weg. Ey, komm, der hat doch wohl... Der holt Hilfe, ne? Das wäre nicht so gut, wenn der jetzt Hilfe holt. Och, du gehst... ja, ist die Frage, hat der das nicht gesehen oder wollte der das nicht sehen? Aber immerhin sind wir dieses schießwütige Vieh schon mal los. Oh, geht das nicht ein bisschen schneller hier? Nein, geht es nicht. Dann muss da auch bitte was sehr Wertvolles drin sein. Weil sonst... Oh, die Saves, die sind voll schön. Auch von der Farbe her irgendwie. Die gefallen mir echt gut. Da sind wir hergekommen. Gut. Nur mal so zum besseren Verständnis. Ist nur lustig. Man bricht in eine Bank ein und hat gar keine Vorgabe, was man irgendwie klauen soll. Naja.
Aber das habe ich, glaube ich, in einem der letzten Parts auch schon mal erwähnt. Die erwarten wahrscheinlich, ja gut, Garrett ist in der Bank, ne, dass er dann auch ordentlich was mitnimmt. Oh, Geld. Und ein Buch. An alle Angestellten, bitte sprechen Sie unsere Kunden nicht mit deren Namen an. Einige unserer Kunden haben die Befürchtung geäußert, dass die Einzelheiten über ihre finanzielle Situation jedermann zugänglich sein könnte. Sie könnten auf der Straße erkannt und darauf angesprochen werden. Wir müssen bei allen Transaktionen mit unseren Kunden absolute Diskretion bewahren. OMG! Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Die hatten hier auch schon diese Datenschutz-irgendwas-Verordnung, die ja irgendwie mal neu eingetreten ist, jetzt aber auch schon was länger. Ja, und da ging es ja sogar schon fast darum, dass Ärzte gesagt haben, oder wie auch immer, ich weiß nicht, ob Ärzte das wirklich gesagt haben, na, dass man dann die Patienten ja theoretisch gar nicht mehr mit Namen aufrufen darf im Wartezimmer. Ein Heiltrank, danke. Ne, weil dann weiß ich ja auch, oder wüsste man als einer, der eine Patient wüsste dann auch den Namen vom anderen Patienten. Wie schlimm. Ne, also die haben echt einen Lattenschein, was das angeht. Das ist Politiker halt, ne? Muss man nichts zu sagen. Ja, und momentan ist es ja so, dass dieser Artikel 13 heiß diskutiert wird. Die wollen den ja unbedingt durchbringen. Na, und an sich sollte das ja wohl mal eine ganz gute Sache gewesen sein. Ach, die sind jetzt aus. Also das sollte mal eine ganz gute Sache eigentlich gewesen sein zum Schutz des Urheberrechts, dass das auf YouTube halt nicht mehr so verletzt wird. Nur, das könnte jetzt dann so verstanden werden, also es soll jetzt so geändert werden, dass YouTube: Verehrte Kunden, der Zugang zu unseren Schließfächern erfolgt über die Schatzkammer. Okay. Dass halt nicht mehr der Uploader dafür verantwortlich ist, wenn er gegen Urheberrecht verstößt, sondern dass YouTube dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und deswegen könnte es dann jetzt bald so sein, dass YouTube einfach mal extrem viele Upload-Filter benutzt, ne, und dann gar nicht mehr richtig erkennen kann, was ist denn jetzt überhaupt was. Ne? Also, und deswegen gehen halt sehr viele auf die Straße und ja, ihr solltet auch auf die Straße gehen, weil sonst wird es nämlich viele Kanäle und alles nicht mehr geben. Ich meine hier so, was weiß ich, Bibis Beauty Gedöns und hab da nicht gesehen. Das ist absolut nicht meins. Deswegen von mir aus kann das gerne verschwinden oder diese Salami-Wurst. Ihr wisst, wen ich meine. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Also gut, was ist das? Nichts, nichts, nichts. Okay, jetzt könnten wir es theoretisch fast ausprobieren. Ich weiß, dass ihr euch hier herumtreibt. Ich weiß auch, dass ich mich hier herumtreibe. Hey da! Okay, von vorne. Schon mal nicht. Nein, nein. Er wird uns töten, ja. Ich weiß auch nicht, liebe Maschine, das war jetzt nicht so geplant. Wo habe ich gespeichert? Really? Das... irgendwie bin ich jetzt etwas verwirrt. Halt die Klappe. Ach, wir sind ganz nach unten gegangen. Ja. Okay. Dann tun wir das auch nochmal. Och nö, dann habe ich die scheiß Schließfächer ja auch noch alle nicht geknackt. Warum habe ich das nicht gespeichert? Naja, was soll ich dazu jetzt sagen, ne? Auf jeden Fall kommt die Maschine gleich wieder. Oh Mann. Ich habe gehört, etwas
Ah, okay, man braucht doch zwei Pfeile. Ein Fehler, ein Fehler, ein Fehler, ein Fehler. Ja, ja. Du bist der größte Fehler, der hier überhaupt rumläuft. Und wenn dir das sonst keiner sagt, dann sag ich dir das. Na, das müssen wir ja nicht nochmal lesen. Und dabei bin ich doch sonst so ein Speichersuchti. Zumindest wenn es über Quicksave läuft. Ach, irgendwie habe ich so ein leichtes Déjà-vu. Ihr auch? Was könnte da drin sein? Vielleicht ein Heiltrank? Na. Ein Heiltrank, boah, welche Überraschung. Da wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. Und Beutel. Licht aus, speichern. Genau, dann sind wir da vorne rumgegangen. Oh, wie unnötig. Was? Ja, hi. Ach, man kann das ja sogar aufmachen, wie süß. Ja, da merkt man auch, dass das von diesem Patch ist. Weil so sah das früher nicht aus. Oh Gott, von da hört man Schritte und von der anderen Seite hört man Pfeifen. Oh, Kamera, nee, danke. Und das ist dann der Haupteingang, ne? Eigentlich die zu knacken ist Schwachsinn, aber wir werden es tun. Kann das sein, dass ich dann damals hier drüber reingegangen bin, weil... irgendwie habe ich das gerade so im Gefühl. Okay. Ja, hier ist auf jeden Fall die... Nee, 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 hier drüber bin ich nicht reingegangen. Aber schon mal gut zu wissen, dass hier der Haupteingang ist. Ja, wir gehen natürlich wieder da vorne lang. Klauen diese Vase nochmal. Und knacken diesen kleinen süßen Safe. Nochmal. Aber so die Struktur von dem... ja, Safe ist einfach nur Hammer, wie sie das gemacht haben. Ach ja, Kamera und Wache, ne? Das war das Problem. Fuck. Du bist tot. Versprochen. Jojo. Sobald ich dich gefunden habe. Mach mal. Verflucht. Ich habe ihn verloren. Auch wenn ich die eigentlich nie benutze, aber... Warum nicht? Dann hat man sie immerhin mal aus dem Inventar raus und Zombies sind hier ja gerade keine. Ja, wo soll ich dich denn jetzt hinlegen? Das ist alles ziemlich suboptimal. Naja, kommst du da hin? Vielleicht sieht dich da ja keiner. Naja, die Kleinen, die holen ja nur Hilfe, die machen ja sonst nichts. Okay, wir haben einen Schlüssel, der nicht passt. Verdammt. Die Wache kam von da. Es ist niemand da. Niemand hier. Wie konnte man sich nochmal... Ah. Irgendwie ist das blöd für die... Wie viele Pfeile? Ja, 10. Das ist blöd für diese Fackeln, die Pfeile zu benutzen. Oh, der ist aber ganz schön groß. Da kann Garrett sich ja fast selber noch drin verstecken. Vielleicht ist aber auch ein Mechanist drin. Vermutlich dieser Bruder Awesome, dem das hier alles nicht sicher genug ist.
Stellt euch mal vor, der würde wirklich hier drin hocken und dann sagen, ha, ich wusste, dass die Bank nicht sicher ist. Maschine und Wache finde ich nicht gut. Okay, der geht da rum. Da ist ein Lichtschalter. Okay. Konnte man das da aufmachen? Nee, das sah nur so aus. Okay, dann werden wir den Lichtschalter im nächsten Part betätigen.